Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Batman Arkham City. Wir sind jetzt hier vor der Kirche und wissen nicht, was sich da drin verbirgt, geschweige denn, was uns da drin erwartet. Und das werden wir jetzt herausfinden. Sehr, sehr schön hier. Down, Batman! Oha. Au! Lass die Dame los, Batfreak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib. Wo ist der hin? Ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Er schnappt uns! Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Er wird uns schnappen! Batman! Kannst du mich hören? Er hat Wenn eine du Geisel. Herkommst, ich könnte ungesehen Leute. Auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Ich werde hier krepieren! Jo, dann machen wir es einfach mal, würde ich sagen. Bin gerade am Überlegen, wie. Weil er ist irgendwie kein Greifhaken. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Er kann von überall kommen. Ruhig bleiben, Batman. Hörst du mich? Verschwinde von hier. Aha. Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Ja, lass uns in Ruhe. So. Ach so, so könnten wir das quasi auch machen. Batman ist hier. Ihr solltet jetzt aufgeben. Schnauze! Schnauze! Schade. So. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich Was machst du? Das war jetzt nicht mein Plan. Hörst du mich? Verschwinde von hier! Hau ab, sonst baller ich der Alten Loch in den Schädel! Ja, lass uns hier noch... Sie sind sicher. Ruhig bleiben. Oha. Sieht ja ganz schön krank aus hier. Antworte mir. Wenn das hier vorbei ist, sorge ich dafür, dass ich hinter die beiden bereut. Komme, ohne dass sie mich Wirst sehen, kann ich beide Maul mit halten? Einer Bewegung ausschalten. Reiß dich zusammen! Hallo? Was? Kannst du ihn... Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Gott sei Dank. Yo, Batman! Danke für die Hilfe! Kein Problem, Digga. Lol. Tja, das hab ich doch gerne gemacht. Hab ich doch sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin halt ein sozialer Mensch.
Okay, Leute, zuhören. Das Sagen haben wir, nicht diese Tiere. Ich will, dass alles abgeriegelt wird. Das Sanitätspersonal checkt seine Vorräte, findet raus, ob was gestohlen wurde. Was ist mit Stacy? Wird jemand nach ihr suchen? Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Wenn jemand sie finden kann, dann er. Der Glockenturm, okay. Hat das jeder verstanden? Verletzte behandeln, die bösen Jungs draußen halten. Jetzt müssten wir quasi irgendwie da hinkommen. Schauen wir doch mal. Der Glockenturm. Wo könnte er jetzt sein? Lol. Der Glockenturm. Aber irgendwie muss man doch jetzt hier hinkommen. Was haben wir denn hier Schönes? Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Die Frage ist aber wie. Wo ist der Glockenturm? Das ist hier die Frage der Frage. Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ich glaube, wir müssen von außen irgendwie hinkommen. Wenn die Tür überhaupt aufgeht. Sieh mal einer an. Ich glaube, wir sind dem Ziel schon ganz nah. Ganz schön praktisch, dieser Karabiner hier. Ui. So, da wäre auch schon der Glockenturm. Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Scanne das Scharfschützengewehr auf forensichere Beweise. Oh oh. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Batman! Es ist Batman! Zeit für die Rente! Sie konnten Batman eindeutig identifizieren. Er tritt den Jungs da unten ordentlich in den Arsch. Die Fledermaus ist hier! Oh, jetzt ist wieder Stress hier. Alter, Alter. Was willst du jetzt tun, Batman? Oha. Oh.
So läuft das. Wir müssten dem Ziel eigentlich schon mal näher kommen. Oha. An vorgegebenen Stellen von Arkham City werden regelmäßig Nahrungsmittel abgeworfen. Die Abwürfe erfolgen zu bestimmten Zeiten und ausschließlich an diesen Stellen. Die Gefangenen sind selbst für eine gerechte Verteilung verantwortlich. Fressen den Mist wie Schweine. Die Leute vom Clown haben keine Klasse. Nie im Leben würde der Boss die in die Eisberg-Lounge lassen. Also ich weiß nicht. Nie im Leben, Mann. Der verfüttert sie eher an sein Haustier. An wen? Tiny? In Deckung! Es ist Batman! Willkommen, Insassen! Ihr werdet nun mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgehen. Einer Welt voller Spaß, Unheil und nur einer einzigen Person, der ihr gehorchen müsst. Meiner Wenigkeit. Wie lautet denn der Holz? Es ist die blöde Fledermaus. Harley, wieder da? Ja, kam vor einer Weile zurück. Sie war auf 180 und wollte, dass irgendeine Ärztin zu Joker gebracht wird. Ach ja? Ja, Dom und Harry haben die Tante aus seinem Eiswagen gezogen. Die beiden? Haben sie... Weißt schon. Nein. Naja, keine Ahnung. Hört zu, ihr Vollidioten. Und hört gut zu. Wie ihr wisst, ist Mr. J... Er ist nicht mehr er selbst. Das Letzte, was er gebrauchen kann, ist ein selbsternannter Superheld, der seinen Genesungsprozess stört. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann. Zum Henker sollen wir da reinkommen. Bringen wir über den Hauptschornstein in das Sionis-Stahlwerk ein. Sehe ich wie Batman aus? Oha. Nein, ich meine, er würde reinkommen. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Die Frage ist, wie machen wir das nun? So kann man es auch machen. Alter. So, ich versuche jetzt auch mal hier den Sound ein bisschen runterzudrehen. Obwohl es ja hier schon fast auf dem niedrigsten Niveau ist, deswegen, ja. Oha. Aha.
dann halt nicht. So. Wieso zündet er das denn nicht? Lol. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Das hört sich ja ganz schön brutal an hier. Aha. Wie immer laufe ich wieder im Kreis. Sie uns dann sehen. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Von wem hat Harry gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Sie klang sauer. Was hat ihr mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Er sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihm ewig geht. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Und kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Als ob der normal aussah. Naja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Wer überlebt das? Der verarscht Batman. Mehr nicht. Die Frage ist nur, wie es jetzt hier weitergeht. Das wird ein Kinderspiel. Wenn Batman stirbt, gehört uns die Stadt. Ich glaube, wir müssen jetzt hier weiter. Ich glaube, ich weiß wie, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Ist nur, wie kommen wir da wieder raus? Wir knallen also jeden ab, der durch die Tür kommt, ohne einen über 2 Meter großen Schneemann dabei zu haben.
Boah, das schallt ja richtig in den Ohren, wenn die reden. Ich kann nicht glauben, dass Harley Batman wirklich umgelegt hat. Ich glaube, hier geht's wieder zum Anfang. Aha. Ja. Wir knallen also jeden ab, der durch die Tür kommt, ohne einen über 2 Meter großen Schneemann dabei zu haben. Ich kann nicht glauben, dass Harley Batman wirklich umgelegt hat. Das wird ein Kinderspiel. Wenn Batman stirbt, gehört uns die Stadt. Batman ist tot. Angeblich wurde Wayne hergebracht. Legen wir ihn als nächstes um. Es ist Batman. Was willst du tun? Du wirst den Arm sterben! Das war mal eine Ansage. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. So. Aha. Da müssen wir also hin. Jokers Männer erwarten mich. Ich sollte den Raum unter die Lupe nehmen und rausfinden, wo sie stehen. Hast du Angst vor der bösen Fledermaus? Nein, Angst nicht gerade, aber er hat mir in der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen und... Jokers Männer erwarten mich. Ich sollte den Raum unter die Lupe nehmen und rausfinden, wo sie stehen. Ich glaube, da muss ich einen anderen Raum nehmen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Ich will, dass er stirbt. Ich will Harley. Aha. Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Was haben wir denn da? Ich glaube, wir müssen einen anderen Raum nehmen. Frage ist bloß, welcher Raum?
Ich glaube, wir müssen hier irgendwo lang oder so. Ah, ist wieder derselbe Raum. Das ist mysteriös jetzt wieder. Jetzt habe ich keinen Plan, wo wir hin müssen. I don't know. I don't know. Ja, wir gehen einfach mal noch mal hier rein. So. Halloween-Kostüm hast. Der ist vermutlich eine urbane Legende. Eine urbane Legende? Eine verdammte Legende? Was war das? Lol. Scheiße. Dumme kleine Fledermaus. Wer soll dich jetzt noch retten? Und? Wie oft hast du Batman? Es wäre Selbstmord, durch diese Tür zu gehen. Angst vor einem Kerl in einem Halloween-Kostüm hast. Der ist vermutlich eine urbane Legende. Eine urbane Legende? Eine verdammte Legende? Ja, und falls er echt ist, erledige ich ihn. Kannst dich später bedanken. Oha. Das wird jetzt hart, Freunde. Das wird jetzt hart. Oha. Was zum? Du glaubst, du kannst dich verstecken? Er ist hier, lass ihn nicht rein! Die Tür! Helft mir! Irgendjemand! Ich hab ihn! Hier! Alter. Oh, bitte. Da bin ich. Wer ist da laut? Miststück! Du bist mein Ticket nach Haus! Hier doch! Oha! Da bin ich eben richtig zusammengezuckt. Der lacht.
Soll ich irgendwas holen, Doc? Vielleicht eine Schmerztablette? Sag uns, wie wir den Joker heilen können. Dann kannst du hier rauskriechen. Oha. Back. Bitte, hol mich hier raus. Können Sie stehen? Sekunde. Was ist nur mit all den Leuten los? Dieser Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Er gibt etwas namens Titan die Schuld. Titan? Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Oh, Doc. Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs. Und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entwischt. Wenigstens kommen sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor. Was zum Henker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. Distanzstromladung. Sehr gut. Quinn hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. So. Und dann? Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Der macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, oh, Alter. Dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schiss? Haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig. Das gefällt mir genauso wenig wie euch. Wir haben nur eine Chance, wenn wir gleichzeitig angreifen. Zusammen! Vorsicht, Ledermaus! Auch nicht. Protokoll 10 tritt in 9 Stunden in Kraft. Aha. So, jetzt wird's ernst. Ich glaube, du bist aus der Schmelzkammer rausgekommen, Batman. Was hast du gebaut? Sag's mir. Alex, komm wieder her. Ich glaube, ich sterbe. Sieh nur, was du angerichtet hast. Verdammt, B-Man! Komm, Mr. J! Oha! Ob ich jetzt irgendwie hoch kann oder so. Hm.
Ich muss zuerst ins Büro des Jokers. Hier geht's aber auch nirgendwo lang. Ganz komisch. Komm ich da wirklich nicht hoch? Ganz merkwürdig. Ich muss zuerst ins Büro des Jokers. Die Frage ist aber, wie kommen wir daran? Das würde mich gerne mal interessieren. Ich weiß es nicht. Aber wie wir da reinkommen, werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich bin raus und sage dann auf Wiederschauen.